Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Fritz und Fertig 2. Im letzten Part haben wir etwas über Gabel und Spieß nochmal hinzugelernt, welches wir auch schon im Bärental erfahren durften. Das ist eigentlich nur, man greift zwei Figuren an und gewinnt dann, weil man, also gewinnt dann Material, weil man die mit niederwertigem Material angegriffen hat. Und dann halt noch die Lochade, das ist die Rochade, die Rochadestellung, die beschädigt wurde durch uns. Okay, und jetzt geht's weiter hier im zweiten Geschoss. Tritra, trollala, tritra, trollala. Oh je, das sieht mir nach dem Kasperle-Theater von König Schwarz aus. Ist doch mal eine Abwechslung. Tritra, trollala, tritra, trollala, Kasperle ist wieder da. Hallo Kinder und Kanalratten, seid ihr auch alle da? Was ist denn das für ein Killefit? Lass ihn doch. Hallo Kasper, ja, wir sind da. Super Lot, dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch brav wart und alles so wisst, wie ihr es wissen müsst. Hier kommen ein paar Spezialfragen für euch. Wenn ihr die Antwort wisst, klickt die richtige Lösung an. Und wenn wir die richtige Lösung nicht wissen? Dann klickt eben die falsche an. Und boings! Hier wäre schon die erste Frage. Ich war immer ganz brav, Herr Kasperle. Okay, welche Taktik hilft nie gegen ein Schachgebot? Etwas dazwischen setzen. Das hilft. Die angreifende Figur schlagen. Das hilft auch. Mit dem König wegziehen. Ja, ist auch richtig. Unter den Tisch krabbeln und weinen. Das hilft unter Umständen, aber nicht immer. Fragliche Frage Nummer 2. Juhu! Nummer 2. Remis bedeutet, dass Schwarz gewinnt. Nein, dass Weiß gewinnt. Nein, dass ein Spieler aufs Klo muss. Nein! Was denn? Unentschieden. So, und hier kommt schon die nächste Frage, wenn's recht ist. Was nennt man Mittelspiel? Wenn dem Gegner jedes Mittel recht ist, um zu gewinnen. Das nennt man dritte Halbzeit. Wenn das Spiel eher Mittel ist. Nein. Wenn das Spiel hauptsächlich im Zentrum stattfindet. Nee. Okay, wenn die Eröffnung abgeschlossen ist und es zur Sache geht. Richtig. Und schon kommt die vierte Frage angerauscht. Welches andere Spiel kann man auf dem Schachfeld spielen? Go, Dame, Mühle und Mau Mau. Okay, Mau Mau ist ein Kartenspiel. Mühle. Ist irgendwas mit Plättchen? Also, ich kenne das, aber das ist ein anderes Feld. Dame ist eigentlich, also es ist hier richtig, aber ist eigentlich falsch, weil internationale Dame wird, glaube ich, auf dem 10x10 Brett gespielt. Oder gibt es da auch 8x8? Also es wird richtig sein, aber ich glaube, es hauptsächlich auf 10x10 Brettern und Schach ist ja 8x8. Und jetzt eine Spezialfrage für besonders schlaue Köpfe. Juhu! Was ist eine Springergabel? Okay, wer das nicht weiß, der guckt sich am besten nochmal den letzten Part an. Wenn ein Spieler plötzlich anfängt, die Figuren des anderen zu essen. Ist mir noch nicht vorgekommen. Wenn ein Spieler mehrere Figuren gleichzeitig angreift. Wenn ein Springer, nicht ein Spieler. Könnte durchaus sein. Wenn ein Springer einen anderen Springer bedroht. Nee. Das Gegenteil vom Springermesser. Nö. Juhu, richtig! Das war mal wieder Kasperle vom Feinsten! Tschüss! Tschüss! Hau rein, Alter. Bis zum nächsten Mal. Tritra, tralala, das war eine glänzende Vorstellung mit vielen richtigen Antworten. Super Lot! Nur wer hier kein Dovi war, kriegt viel Elosophila.
denn wir fliegen nur herum, wenn du klug bist und nicht dumm. Ich finde die Reime einfach so cool hier. Das ist echt geil. Enigma, das große Rätsel. Noch so eine nützliche Maschine. Damit kann man kryptische Zeichen und geheime Codes knacken. Praktisch. Ein Geheimcode, um Schachzüge zu notieren. Wenn man ihn versteht, kann man seine Partien aufschreiben oder andere Partien nachspielen. Im Prinzip funktioniert das wie eine Landkarte. Durch die Buchstaben A bis H und die Zahlen 1 bis 8 werden die Felder benannt. Wissen wir doch schon alles. Wirklich? Kann das sein, dass ich euch ganz schön unterschätze? Kann gut sein. Umso besser. Also, ein Zug besteht immer aus zwei Feldern. Dem Feld, wo er losgeht und dem Feld, wo er aufhört. Diesen Zug von E2 nach E4 notiert man so. Für die bessere Übersichtlichkeit macht man einen Bindestrich dazwischen. Lila zieht von E7 nach E5. Machst du das mal? Ja, mach ich. Das kennen wir übrigens auch aus dem Bärental. Mit der Kutsche. Ganz genau. Und damit du ganz sicher sein kannst, die richtige Figur zu ziehen, gibt es noch eine Hilfe. Den Anfangsbuchstaben. Den schreibt man einfach vor den Zug. Also zum Beispiel, dieser Springer fängt mit S an und steht auf G1. Also S, G1. Er zieht nach F3. Und wir notieren S, G1, Bindestrich, F3. Und beim Bauer schreibt man dann ein B davor, oder nicht? Nein, das ist eine Ausnahme. Da schreibt man keinen Buchstaben vor. Also Springer S, Läufer L, König K und so weiter. Nur Bauer nichts. Genau. So, dann mach mal diesen Zug hier. Wunderbar. Und außerdem gibt es Zeichen für Schachbieten, Schlagen, Rochade und so. Zum Beispiel Schlagen wird durch ein kleines X statt dem Bindestrich angezeigt. Also, der Springer S auf F3 schlägt den Bauern auf dem Feld E5. Ich will auch mal schlagen. Okay, dann versuch mal diesen Zug zu machen. Kein Problem. Jetzt geht es weiter mit D. Was könnte denn D sein? Dackel vielleicht. Nee, Dame natürlich. So ist es. Also, den nächsten Zug dürft ihr mal selber aufschreiben. Dafür gibt's die Tasten rechts. Und wenn ihr den Zug fertig notiert habt, drückt ihr auf den roten Knopf. Roter Knopf? Super! Also, aufgepasst! Die Dame von D1 zieht nach E2. Ah, darf ich schon? Genau! Und nun Lila. Der Springer geht von E4 nach F6. S, das ist der Springer, von E4 nach F6. Spitze. Und nun Springer von E5 nach C6. Also S, E5 nach C6. Hey, das ist ja Schach. Gut gesehen, Bianca. Der lila König steht im Schach. Und damit man das in der Notation gleich sieht, steht hinter dem Zug ein kleines Kreuz. Ist das nicht eher ein Pluszeichen? Nenn es, wie du willst. So, und die lila Dame geht von D8 nach E7. Ganz einfach. D für Dame, von D8 nach E7. Und dieser Zug? Dame D geht von E2 nach E7 und schlägt die Dame. Und Schach. Wie schreibt man den wohl auf? Also, DE2, XE7. Und ein Kreuz dahinter, weil der lila König im Schach steht. Kein besonders guter Zug. Aber zum Erklären ausgezeichnet. Und so geht es munter weiter. Bis ich euch was Neues zeigen kann und Lila eine Rochade macht. Wie wird denn die geschrieben? Zwei Nullen mit einem Bindestrich dazwischen, weil zwei Felder zwischen König und Turm sind. Das heißt, das ist die kurze Rochade zum König hin. Die sogenannte lange zur anderen Seite hin wird mit drei Nullen gekennzeichnet, denn es sind ja drei Felder dazwischen. Weiter geht's. Notier mal diesen Zug.
ganz genau. Fehlen nur noch ein paar Sonderzüge, die ich lieber an dieser neuen Stellung erkläre. Hier geht es heiß her. Weiß denkt, dass er gewinnt und zieht diesen Zug. Aber Lila kann sich retten, indem er den Bauern schlägt. Wie denn? Das geht doch gar nicht. Und ob das geht, und zwar en passant. Ach so, das steht doch auch in meinem Tagebuch. Und wie schreibt man en passant mit diesen komischen Hieroglyphen? E. P. Und das notiert man direkt hinter den Zug. Und egal, wohin jetzt der Springer geht. Ich kann bequem Schachmatt setzen. Und wie schreibt sich Schachmatt? Auch mit einem Kreuz? Fast, mit zwei Kreuzen. Versuch's mal zu notieren. Also ich hab immer eine Raute gemacht. Also mach ich immer noch. Weil dann wird's wahrscheinlich plus plus sein. Ach so, ja. Na, wer sagt's denn? Was ist eigentlich, wenn ich einen Bauern durchbringe und zu einer anderen Figur umwandle? Ach so, das habe ich vergessen. Dann schreibt man die Figur dahinter. Verstanden? Also, der Bauer zieht von F7 nach F8 und verwandelt sich da in eine Dame. Genau. Hier alle Hieroglyphen auf einen Blick. Der große Buchstabe am Anfang bezeichnet die Figur. S für Springer, T für Turm und so weiter. Wenn kein Großbuchstabe da ist, ist es ein Bauer. Als nächstes schreibt man das Feld auf, von dem der Zug losgeht. Dann das Feld, wo er endet. Und zwischen den Feldern wird ein Strich gemacht. Nur wenn geschlagen wird, ein kleines X. Schach ist ein Kreuz, so ein Pluszeichen hinten angehängt. Und Schachmatt sind zwei davon. Kurze Rochade, zwei Nullen mit Strich dazwischen. Lange Rochade, drei Nullen mit Strichen dazwischen. En passant, einfach abgekürzt E.P. hinter dem Zug. Und wenn sich ein Bauer in eine andere Figur umwandelt, schreibt man die neue Figur dahinter. Genau, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Puh, mir reicht das auch so. Übung macht den Meister. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr das richtig verstanden habt. Ich spiele euch mal eine gute Partie von mir nach und ihr versucht, sie mit den Hieroglyphen aufzuschreiben. Okay? Wenn ich einen Zug mache, schreibt ihr ihn auf. Und wenn wir damit fertig sind, könnt ihr die Sache ausdrucken. Klingt nach einer interessanten Aufgabe. Ja, verstanden ist gut, nur ich habe mich schon gewohnt, das anders zu schreiben, deswegen... Okay, also er zieht den Bauern von E2 nach E4. Jetzt machen wir E2. Ein Bindestrich, weil der Bauer geht ja wohin? Nach E4. Okay, E7, E5. Jetzt ziehen wir den Springer, deswegen S, von G1 nach F3. Okay, Läufer ziehen wir von F1 nach C4. Okay, wir ziehen den Bauern, das heißt, wir brauchen kein Vorzeichen. B2, B4. Wir ziehen den Bauern, das heißt wieder kein Vorzeichen. Von C2 nach C3. Wir ziehen wieder den Bauern zum dritten Mal von D2 nach D4. So, jetzt kommt die Rochade. Es gibt einmal lange und einmal kurze Rochade. Das wissen wir natürlich schon mittlerweile. Und die kurze Rochade wird halt mit 0,0 abgekürzt, weil zwei Felder zwischen König und Turm liegen.
Bei der langen Hochrate sind es halt drei Felder. Deswegen 0-0. Okay, wir ziehen die Dame, deswegen D. Von D1 nach B3. Wir ziehen Bauern. Kein Vorzeichen. Nach E5. Okay, Turm. Jetzt ziehen wir wieder einen Läufer. Ich warte noch auf die Spezialzüge. Ich hoffe mal, es kommen noch welche. Okay, wir schlagen mal. Dame. Und da sie jetzt halt nicht normal geht, sondern sie schlägt ja was, xen wir B5. Wir xen B5. Kann man sich gut merken, xen oder essen. Also wir essen B5 quasi. Okay, die Dame zieht. Wieder Springer. Ich hoffe, es kommt noch ein Spezialzug. Das war, glaube ich, ein Fehler. Okay, wir schlagen wieder. Das heißt, Läufer. Stand auf C4. Er geht jetzt nach D3, aber er schlägt was. Deswegen kommt das X dahin. Okay. Springer geht von E4 nach F6. Schach. Deswegen muss es jetzt noch ein Kreuz dahinter. Okay, Bauer, deswegen kein Vorzeichen von E5. Aber er geht nicht, sondern er schlägt. Nach F6. So, wir ziehen unseren Turm von A1 nach D1. So, wir ziehen unseren Turm von E1, aber wir ziehen den nicht nur, sondern wir schlagen auch E7 mit Schach. Okay, wir ziehen unsere Dame. Ich musste gerade gucken, was das für ein Opfer war, aber das ist ganz cool. Die Dame von A4. Wie gesagt, wir ziehen sie nicht nur, sondern wir schlagen auch D7 mit Schach. So, jetzt Doppelschach. Und zwar unseren Läufer von D3 ziehen wir nach F5 mit einem Doppelschach. Das wird aber trotzdem nur mit einem Kreuz geschrieben. Jetzt wieder Läufer von F5 nach D7 mit Schach. Und jetzt setzen wir den König matt. Von zum Läufer A3 schlagen wir E7 mit matt. V.
Fred gewinnt. Möchtest du diese Partie ausdrucken? Nein. Jeder Zug schön aufgeschrieben und die Nachwelt wird euch lieben. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr könnt das einfach ganz einfach mal üben. Nehmt euch ein Schachbrett, macht einfach mal ein paar Züge, schreibt sie auf und versucht sie dann am Computer nachzuspielen. Weil dann seht ihr ja, ob ihr richtig geschrieben habt. Weil wenn ein Zug nicht geht oder am Ende die falsche Stellung da ist, dann wisst ihr, habt euch verschrieben. Und könnt dann nachgucken, also wo, ne, könnt ihr dann nachgucken. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.